Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße Sie recht herzlich zu unserem Webinar heute. Börsen auf Höhenflug. Ja, wir haben ja noch gestern ein neues S&P 500 Allzeithoch gesehen. Endet die Rallye oder beginnt sie erst? Und dafür habe ich heute einen Freund, Kollegen und Experten bei der Seite und freue mich sehr, 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 Martin Utzschneider, dass du heute hier dabei bist und uns ja aus deiner Sicht ja, die aktuelle Gemengelage und natürlich als Experte der Charttechnik und technischen Analyse uns auch zeigen kannst, wie du die aktuelle Marktlage technisch einschätzt und was du uns da erzählen kannst. So, bevor wir das machen, werde ich einmal ganz kurz zum einen fragen: Wie sieht es aus mit Ton und Bild? Können Sie uns sehen? Kann man uns auch klar und deutlich hören? Wenn ich dazu ein Feedback bekommen würde, wäre das durchaus schon mal hilfreich. Im Weiteren nochmal ganz kurz hier auf den Risikohinweis eingegangen. Wir geben hier keine Handelsempfehlungen. Ist natürlich hier ein rein informativer, edukativer Inhalt. Und natürlich der Handel mit Hebelprodukten sollte jeder vertraut sein mit den Risiken und den Chancen. Da, wenn Sie Fragen haben, gerne auf uns zurückkommen. Da ist überhaupt kein Problem. Ich schaue nochmal hier in den Chat mal rein und sehe alles gut. Bild und Ton sind in Ordnung. Wunderbar. Gut, dann gebe ich mal das Wort an dich, Martin. Freue mich. Ich werde hier gleich in der Chatbox natürlich auch Ihre Fragen beachten und beantworten, die auch einbeziehen, wenn die gerade passen für Martin. Das Video wird aufgezeichnet, das Webinar wird aufgezeichnet. Und ich werde jetzt dir auch die Rechte mal übertragen, sodass du auch starten kannst. Aber du kannst dich gerne schon mal vorstellen. Der ein oder andere, die ein oder andere kennt dich ja sicherlich schon. Tja, ja, grüß dich. Hallo Salah, mein lieber Freund und Kollege. Genau in dieser Reihenfolge würde ich das beschreiben. Kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre und ich freue mich, dass wir jetzt das erste Mal auch wirklich ja, ein Webinar miteinander machen. Und ja, ich freue mich. Ja, die Frage ganz oben oder doch Anfang vom Crash, meine die Frage, die ist ja nicht nur jetzt aktuell, die ist immer aktuell und ich bin ja auch so seit 25 Jahren in diesem ganzen Gemengelage unterwegs. Kurze Vorstellung zu mir, ja, das können Sie auch der Beschreibung entnehmen. Es geht heute um Sie, es geht darum, dass wir Ihre Fragen beantworten. Mein Name ist Martin Utzschneider, seit über 25 Jahren am Kapitalmarkt und mit der technischen Analyse auch schon knapp 20 Jahre wirklich, ich sage mal fast hauptberuflich unterwegs und ich freue mich jetzt auf das heutige Webinar, auf unseren heutigen Austausch und ja, ich würde sagen, ich teile jetzt gleich auch mal meinen Bildschirm, würde den Salar einfach fragen, sieht man hier diese Startfolie? Ja, man sieht die Chartfolie, man sieht dich und man hört dich klar und deutlich. Ich link mich mal kurz raus, damit man das gesamte Bild und Fokus auf dich richtet. Aber ich bin hier im Hintergrund und verfolge alles mit. Bis gleich. Vielen Dank, Salah. Ja, also hier Börsen auf hohem Flug, endet die Rallye oder beginnt sie erst? Ja, diese Frage kenne ich wie gesagt, seit 25 Jahren. Ich will auch gar nicht zu groß hier über die Sachen philosophieren, die ich jetzt im Vorfeld, wir haben ja 10 bis 12 Folien dabei, die ich einfach zum Abholen hier einfach mal mit reinnehmen möchte, um vielleicht dann auch oder kleine Basis zu dem haben, was wir nachher machen, nämlich dann wirklich in die Echtzeitcharts reinzugehen, um vielleicht auch die Frage beantworten zu können, was passiert jetzt mit dem DAX? Wir können sie nie final beantworten. Und genauso wie dieser Bergsteiger hier, ich komme ja aus der Alpenregion, manchmal hört man es auch ein bisschen, da kommt es ein bisschen raus, der denkt sich auch gerade, ja, jetzt dachte ich doch, ich bin gerade oben. Der nächste Gipfel scheint schon da zu sein. Dafür muss ich jetzt erstmal wieder runter. Also diese Frage, sind wir ganz oben oder kommt jetzt vielleicht doch ein Rutsch? Das ist eine allgegenwärtige Frage. Jetzt kann man sich natürlich leicht machen. Ich komme jetzt mal so in die Saisonalität und sage hier, okay, 2008 und 2002 waren die große Ausnahme von der Regel. 13 von 15 Wahlperioden oder 13 der letzten 5 US-Präsidentschaftswahljahre waren positive Börsenjahre. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, ja, dann wird es wohl heuer auch so sein. Bislang ist es ja so. Salah hat es vorher angesprochen, neues All-Time-High, fast schon täglich im S&P 500. Die einen, es gibt ja immer zwei Meinungen an der Börse. Die einen sagen, okay, das ist der All-Time-High, ist immer ein neues Kaufsignal. Die anderen sagen, na, jetzt wird schon ganz schön heiß, jetzt wird schon ganz schön ja, hoch und die Fallhöhe wird immer höher.
Und die anderen sagen, es ist ein Präsidentschaftswahljahr, das wird schon gut gehen. Aber 2000, 2008, beide Jahre habe ich live miterlebt, ja, wirklich miterlebt und dann auch noch das, auch dieses Minus im Jahr 2008, Finanzmarktkrise 2000, war dann auch noch die New Economy Krise und die deutlichen Ausschläge. Das kann natürlich auch passieren, trotz US-Wahljahr. Wir wissen es nicht, wir sollten aber darauf vorbereitet sein. Also bislang läuft alles gut, bislang läuft alles statistisch und saisonal bedingt wirklich wunderbar, aber wir wissen ja nicht was, und da kommen wir schon zum nächsten Stichwort, was im zweiten Börsenhalbjahr passiert. Bislang alles in line, ja, die beiden Präsidentschaftskandidaten stehen fest oder vielleicht kommt noch ein dritter aus der Ecke. Und was passiert denn jetzt? Und jetzt habe ich hier zwei Zahlen dabei. Ja, ich bin mal gespannt, ob Salah es beantworten könnte. Ich frage ihn jetzt nicht, weil er kümmert sich gerade um Chat und Technik und alles drum und dran, Gott sei Dank. Weil da bin ich immer froh, wenn das jemand macht. Diese beiden Zahlen sind momentan eher die rechte als die linke. Eine der hauptdiskutiertesten, eine der am meist beachteten und eigentlich die Aktie schlechthin im Moment, das ist Nvidia. Nvidia ist links oben, 2 US-Dollar, Stand 9.7. ist der Buchwert, also der Fair Value, der innere Wert der Nvidia ist bei 2 US-Dollar. Der Preis liegt bei 129,99. Wie gesagt, Stand 9.7. Das hat sich natürlich jetzt etwas verändert, aber der Buchwert ist trotzdem immer noch ein, oder der Preis, der Kurs, ein Vielfaches des Buchwerts. Und das ist genau die Situation, wo wir uns gerade bewegen. Wir sehen es hier, Nvidia ist mit einem Delta, also mit einem Abstand von 76% zu seiner 200-Tage-Linie unterwegs. Wie gesagt, Stand 9.7. Das hat sich jetzt minimal verschoben. Vielleicht sind es jetzt 77,5 oder 75,8%. Aber vom Prinzip her sehen wir, Nvidia ist so, das ist das Sinnbild aktuell der Börsenlandschaft. Ja, ich sage immer so, in einem anderen Kontext habe ich immer gesagt, das ist einer der neuen Leitindizes, Nvidia. Also jetzt wirklich bitte nicht wörtlich nehmen, aber Nvidia ist so stark in den Indizes gewichtet. Salah hat es vorher auch erwähnt, S&P mit neuem Allzeithoch wird natürlich auch getrieben von Nvidia. Aber die Fallhöhe ist natürlich immens. Also viele Trendfolgemodelle, Trendfolger, handeln ja zum Teil erst, wenn die 200-Tage-Linie wieder erreicht wird und sichern sich da erst ab. Das wäre natürlich bei Nvidia, ja, sage ich einmal, viel zu spät. Gleichzeitig muss man aber, und das ist ja auch die Frage, die wir uns heute stellen, sind wir schon ganz oben, wie geht es weiter? Bedeutet es für Nvidia noch lange nicht das Ende, aber man muss auch nach unten blicken. Und das tun wir nachher auch im Echtzeitchart. Aber ich will hier einfach mal abholen, will sensibilisieren, auf welchen Höhen wir uns eigentlich bewegen. Und hier Nasdaq 100. 20 Aktien des Nasdaq 100 haben ein höheres Delta als 20% zu ihrer 200-Tage-Linie. Da sieht man Nvidia wieder, Broadcom, wie sie alle heißen, Netflix, Kluck, Applied Materials, Alphabet, Apple und so weiter und so fort. Und Amazon, die ganzen Flaggschiffe, Meta, was haben wir noch nicht hier, Micron Technologies. Da ist schon Fallhöhe da, da ist extreme Fallhöhe da. Momentan, und da kommt jetzt ein bisschen Geopolitik mit rein, gestern und heute sprach bzw. spricht ja Jerome Powell vor dem US-Senat bzw. vor dem Repräsentantenhaus. Er wird dort einiges sagen, was vielleicht, sage ich mal, die zinssensiblen Gemüter entweder verschreckt oder vielleicht sogar in Verzückung bringt, nämlich viele hoffen jetzt oder warten jetzt auf die Zinssenkung. Und da möchte ich ganz, ganz klar darauf hinweisen, es ist immer die Frage, wie begründet man, wenn man die Zinsen senkt. Wenn ich nochmal erinnern darf, vorhin die Folie, im Jahr 2000, im 2008 hatten wir auch Zinssenkungszyklen. Auch nach der Corona-Krise mussten die Zinsen gesenkt werden. Es war kein Kann und es war kein Kann, sondern es war ein Muss, diese Zinsen zu senken, um Flächenbrände zu löschen. Und genau das haben wir jetzt. Wir haben extrem high levels. Wir sind auf all-time high in ganz, ganz vielen Bereichen. Wir haben aber auch eine extreme Fallhöhe. Das heißt jetzt, weder Salah noch ich, also ich schon mal gar nicht, Salah vielleicht noch mehr als ich, aber kann deuten, kann vielleicht sagen, hey, wo stehen wir morgen, wo stehen wir übermorgen, wo stehen wir Ende des Jahres? Wir können aber jetzt Status quo sagen, okay, Nvidia
Da ist wunderbar was gelaufen als Beispiel oder auch Qualcomm oder wie sie alle heißen, Alphabet, Apple. Was tue ich denn jetzt? Immer mit dem Hintergrund, super Chance auf eine Zinssenkung, ja. Auf der anderen Seite extreme Fallhöhen. Am DAX haben wir nur noch 3 Aktien über Delta 20. Das waren auch schon mal mehr. Da kam es auch schon deutlich zurück. Das sind Siemens, Rheinmetall und Commerzbank. Und das ist eben genau die Situation, in der wir uns gerade befinden. High Levels, extreme Fallhöhen. Und dann haben wir hier, das lege ich schon seit Jahren immer wieder gerne auf. Ich habe selber damals im Volkswirtschaftsstudium hochgerechnet, runtergerechnet, was bedeuten Zinssenkungen, was bedeuten Zinserhöhungen für den Kapitalmarkt, für die Unternehmen und so weiter. Mittlerweile ist es so, Jahr 2024, neue Welt oder neue Normalität. Es kommt immer auf die Begründung an. Und sehen Sie hier den leidgeplagten Anleger, aber das können auch der Salah und ich sein. Ne? Man meint immer, Salah hat vorher gesagt, Experte, ja, Experte für die technische Analyse vielleicht, ja, oder Analyst, aber auch keiner von uns weiß so recht, wie geht's weiter. Und dann sitzt man hier vor einer Begründung, in dem es heißt, und ich erspare Ihnen jetzt das Lesen, wo der Fernsehmoderator sagt, naja, der DAX ist gestiegen, weil die Zinsen gefallen ist, und am nächsten Tag heißt es, der DAX ist gestiegen, weil man doch mit einer Zinserhöhung rechnet. Man kann sich im Nachhinein immer irgendwie begründen, schönreden, was auch immer. Für uns bleibt aber dann das Problem, ob jetzt privater Investor, institutioneller Investor, professioneller, was auch immer, ja, was tue ich denn jetzt? Ist jetzt Zinssenkung gut? Ist Zinssenkung schlecht? Was soll ich denn jetzt tun? Ich war Anfang des Jahres auf einer Roadshow hier im deutschsprachigen Raum unterwegs und da hieß es im Januar noch, die Analysten sind sich einig, also so viel zum Thema Experten, dass in diesem Jahr 6 bis vielleicht sogar 7 Zinssenkungen in den USA erfolgen können. Die erste wurde erwartet im März. Jetzt haben wir heute den 10.7. Es ist noch gar nichts passiert. Die EZB ist etwas vorgeprescht, bereut es jetzt schon wieder. Also auf das können wir uns nicht verlassen. Und jetzt stehen wir alle da und fragen uns, ja, was machen wir denn jetzt? Nehmen wir den Notausgang? Oder vielleicht doch die Haupteingangstür. Notausgang sind diejenigen, die sagen, boah, mir wird das alles zu heiß. Und ja, Fear and Greed Index ist in Amerika auch schon wieder fast auf 4. Es gibt also wirklich momentan Kauflaune bis hin zur Kaufpanik. Und die anderen sagen, oh, mir wird das alles zu heiß. Wir wissen selber nicht, was in 3, 4 Wochen ist, aber wir können die Tendenz ausloten. Ja, und hier, das bringe ich immer auch gerne dieses Beispiel, weil viele sagen, naja, eigentlich ist es doch jetzt Zeit auszusteigen. Aber diesen Satz, den ich gestern gehört habe, an anderer Stelle, jetzt ist es doch Zeit auszusteigen, den habe ich auch schon im Januar gehört, den habe ich im März gehört, den habe ich im April gehört. Es ist doch alles schon so hoch. Jetzt kann es doch nur noch fallen. Ja, das dachten wir im Jahr 2000, das dachten wir im Jahr 2010, das dachten wir im Jahr 2014 und so weiter und so fort. Was soll dieses Beispiel hier bringen mit dieser Surferin? Wir sind momentan auf einer hohen Welle. Ja, wir sind wirklich auf einer hohen Welle. Und das Schönste, was es für einen Surfer gibt oder für eine Surferin, mein Cousin, der hat mir das mal erklärt, der ist Surfer, also den hätte ich jetzt hier auch mit reinpacken können. Der sagt, Martin, ich reite die Welle, bis sie bricht. Und da sind wir schon wieder bei der Charttechnik, da sind wir bei der Markttechnik. Wir reiten im Moment eine sehr hohe Welle. Ja, Nvidia 76 oder knapp 80% über der 200-Tage-Linie. Apple, Amazon und alle anderen auch extrem hohe Welle. Ja, man sollte aber, sage ich mal, nicht zu schnell wie in die Kaufpanik, in die man nicht verfallen sollte, sollte man auch nicht in die Verkaufspanik verfallen. Und dementsprechend hilft uns die Charttechnik, hilft uns die Markttechnik, dass wir sagen, hey, wir reiten diese Welle, wir machen weiter und schauen uns aber auch wirklich genau an, wo ist es dann Zeit, von diesem Surfbrett abzusteigen. Ja, das ist jetzt sehr bildlich. Ich weiß, es sind auch Profis unter Ihnen, es sind aber auch welche dabei, die sagen, hey, ich nähere mich da gerade erst an. Und so kann man das vergleichen. Diese Surferin wird erst absteigen, wenn sie merkt, hoppala, jetzt scheint sich die Welle zu brechen. Und das können Sie auch alle. Ja, ich mache mit Ihnen jetzt nichts anderes, als dass ich hier in die Analyse jetzt mit einsteige und sage, okay, jetzt schauen wir uns das alles an, was ich jetzt in schnellen Worten hier erwähnt habe, im Sinne von, hey, erst absteigen, wenn die Welle bricht. Das möchte ich jetzt auch am Beispiel von
dem Nasdaq 100 hier mal aufzeigen, der ja, wie wir gerade gesehen haben, auf extremer Höhe tendiert. Ja, wir haben hier folgendes Bild. Ich möchte nochmal zurück hier, da waren wir unterwegs, das war die Roadshow im Januar, da hieß es schon, wir sind ganz oben. Dann hieß es hier ganz lang, wir sind ganz oben, dann kam die Angst vor dem Crash, hier sind wir in einem Aufwärtstrend. Der Nasdaq 100 ist für mich im Moment in einer absoluten, ganz intakten, ich zeichne das auch jetzt mit Ihnen Echtzeit hier ein, in einer ganz intakten Aufwärtstrendstruktur, wenn man hier die Tiefs miteinander verbindet und hier so hochzieht. Übrigens, das, ich habe es eingangs schon mal erwähnt, ich arbeite hier mit einem Chartprogramm, das Sie auch alle über IG nutzen können. Das, was ich hier mache, ist nichts anderes als auch ein Tool, das über IG nutzbar ist. Was wir jetzt hier sehen, das ist diese Welle. So, wir reiten hier auf der Welle diesem Nasdaq 100 nach oben. So, dick, ich mache es hier mal, damit Sie das auch alle gut sehen. Ich mache es hier mal, ja, ich mache es blau, weil es ist ja ein Aufwärtstrend und nicht rot. Und hier mal gestrichelt. Wir sind extrem oben, ja. Wir sind oben. Ja? Wir sind auch beim Nasdaq heute mit einem All-Time-High unterwegs. Und jetzt kommt diese psychologische Komponente. Ja, jetzt sind wir doch ganz oben. Aber ganz ehrlich, als ich Salah das letzte Mal persönlich gesehen habe, das war letztes Jahr im November, da dachten wir auch schon, wir sind ganz oben. Also nicht wir, ich meine damit sprichwörtlich die Psychologie an der Börse. Und jetzt ist es so, wer jetzt noch einsteigen will oder wer jetzt sagt, oh, jetzt ist es viel zu spät, dem kann ich nur sagen, okay, wir sind in einem intakten Aufwärtstrend. Die Bollinger Bänder, hier, diese Bandbreite ist schon sehr, sehr nah ausgereizt innerhalb dieses Aufwärtstrends. Der Trend ist A mal intakt. Nasdaq 100 ist aufwärtsgerichtet, ist bullish. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte aber jetzt noch einsteigen, aber gleichzeitig ist mir das alles zu heiß und es gibt ja mit Derivativen beziehungsweise mit Hebelprodukten die Chance, immer mal auch in eine andere Richtung zu gehen, da gibt es jetzt zwei Szenarien bei Nasdaq 100. Einmal das Szenario, dass man sagt, okay, Trend folgend ist alles noch okay. Selbst wenn eine Konsolidierung oder eine, sage ich mal, ein Gewinnmitnahme jetzt einsetzen, haben wir die ersten Supports hier im Bereich 19.995, also ich runde mal auf 20.000. Dann kann man jetzt sagen, ja gut, das sind ja 500 Punkte, ja, aber auch dann wären wir noch im Aufwärtstrend. Wir wären immer noch im oberen, ja, Viertel, würde ich mal sagen, oder ja, eher im oberen Drittel des Aufwärtstrends. Hier, diese Linie. Also für Szenarien. Man hat ja immer Szenarien. Ich habe es eingangs erwähnt. Wir können nicht wissen, was passiert in 3 Wochen, was passiert in 5 Tagen, sondern wir können nur ausloten. Und dieses Ausloten mache ich gerade mit Ihnen. Und nehmen wir an, ich stünde vor der Frage, was ist zu tun? Was soll ich tun im Moment? Ich stehe vor der Frage, wenn ich sage, okay, ich möchte von dieser Rallye noch weiter partizipieren, ich gehe davon aus, dass die, also ich ist immer ein Platzhalter, man geht davon aus, dass die US-Präsidentschafts-, das Wahljahr weiterhin positiv verläuft, dann kann man jetzt hergehen und sagen, okay, es gibt momentan das oben im Nasdaq, das wir vielleicht morgen auch schon wieder verlassen haben, aber im Moment ist der Aufwärtstrend intakt. Sollte eine Konsolidierung kommen, dann sehe ich hier im Bereich 20.000, also 19.995 anhand der Candlesticks hier eine schöne Supportlinie. Sollten wir diese 19.995 auch unterschreiten, sind wir immer noch im Aufwärtstrend. Das heißt, je nachdem, welches Vehikel, welches Produkt man nutzen will, ja, es ist ein intakter Aufwärtstrend oder man sagt, ich warte ab, was hier vielleicht unten passiert. Und wenn wir da durchgehen, gehe ich davon aus, dass wir auf die untere Trendlinie hier konsolidieren oder auch korrigieren. Fakt ist aber, bis zu diesem Bereich ist immer noch der Aufwärtstrend da und auch die Indikatoren hier unten, Momentum, Stochastik und MACD, zeugen oder deuten darauf hin, dass der kurzfristige Trend, so wie es der mittel- und der langfristige eh gerade tun, weiterhin intakt ist und aufwärtsgerichtet ist. Das heißt, wir sind hier auf der Welle. Ja? Wir sind auf der Welle, wir sind sehr hoch in der Welle. Wir haben aber vom Rückschlagspotenzial erstmal hier 20.000 eine Unterstützung. Heißt also für den Nasdaq, wenn man das zusammenfassen will, ja, ganz oben, im Moment ganz oben, aber die ganze Chose kann noch weitergehen. Was ich jetzt aus analytischen Gesichtspunkten hier natürlich etwas
in Anführungsstrichen fristig nicht bedenklich, aber wo ich ein bisschen vorsichtig wäre, ist es nicht das Bumidi-Band, das ich auch gerne mir anschaue, aber es ist das Bollinger-Band. Hier, das obere Bollinger-Band. Ich habe hier mal, wenn Sie das sehen, die gelbe obere Linie. Bollinger-Bänder sind immer, ja, Bollinger-Bänder sind ein Volatilitätsindikator. Die geben uns Auskunft über die Schwankungsbreite. Heißt, oben ist jetzt erstmal der Deckel drauf. Das, was ich vorher charttechnisch analysiert habe oder herausgearbeitet habe, nämlich diese Unterstützung bei 19.995, wird, und das sehen Sie jetzt hier, ich schwinge hier nochmal rüber, wenn Sie dem Fadenkreuz oder dem, ja, sagen wir, dem Kreuz hier folgen, dann sehen Sie hier, zack, knapp unterhalb des rot gestrichelten Supports bei 20.000 verläuft auch das mittlere Bollinger Band. Heißt also für mich, und jetzt komme ich zum Ende, der Nasdaq ist im Aufwärtstrend. Er hat weiterhin die Chance, diesen Trend nach oben zu fahren, wenn man diese obere Linie hier weiterzeichnet. Rechts verlängern. Dann sehen Sie, dieser Trend ist weiterhin intakt, kann weitergehen. Wenn allerdings kurzfristige Gewinnmitnahmen einsetzen, sehe ich das Potenzial erst einmal Richtung 20.000, also punktgenau 19.995 begrenzt. Also Nasdaq weiter long, Konsolidierung. 500 Punkte ist mal möglich, würde dem ganzen Trend aber keinen Abbruch tun. Das ist der nächste. Jetzt Martin, schauen wir mal, außer Salat. Ich habe ja eine kurze Frage von mir. Bis jetzt wurde noch keine Frage gestellt. Man hört fleißig zu, aber wenn doch Fragen da sind, bitte gar nicht scheuen, einfach die Chatfunktion nutzen. Ich habe aber eine Frage. Jetzt, wenn ich Anfänger wäre, sind das jetzt ganz viele Indikatoren und Zeichen, das nochmal zusammenzufassen. Du nutzt zum einen gleitende Durchschnitte, wie den 200-Tage-Durchschnitt, Bollinger Bänder. Ja. Ich nutze, also was ich nutze. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Entschuldigung. Nee, kannst gerne weitermachen. Passt. Also ich nutze die ganze Palette, also auch die Bumidi-Bänder. Das mache ich jetzt nicht nur schon Spaß, das ist so. Aber ich sage mal, die gängigsten Indikatoren sind die Bollinger-Bänder, die wir gerade angesprochen haben. Das Momentum, das wir hier unten sehen. Momentum heißt, es ist wie im Sport. Also die spanische Nationalmannschaft hat gerade positives Momentum. Die ist im Flow. Da läuft's. Und genauso ist es beim Nasdaq. Positives Momentum heißt immer Trendstärke, trendbestätigend. Dann nutze ich hier unten gerne die Stochastik. Die Stochastik, besser gesagt, das ist ein Indikator für überkaufte Situationen im kurzfristigen Bereich. Und da sind wir gerade bei der Slow Stochastik im überkauften Bereich. Heißt, der Nasdaq ist wirklich schon heiß gekauft. So kann man sich das vorstellen. Oder wie beim Marathonläufer, der langsam ja in die Übersäuerung kommt. Ich bin früher selber Läufer gewesen und wenn man irgendwann mal merkt, jetzt macht der Muskel vielleicht nicht mehr so mit, man kommt in die Übersäuerung, dann kann es sein, dass man mal ein bisschen vom Gas runtergehen muss, um wieder ein bisschen Stärke zu finden. Und das ist die Slow Stochastik. Die ist im überkauften Bereich, aber sie ist noch nicht mit einem für mich deutlichen Verkaufssignal unterwegs. Das wäre sie erst, wenn sie unter diese Linie hier fallen würde, bei knapp 80 und nicht bei knapp, sondern bei 80. Sie ist also überkauft, der Nasdaq ist heiß gelaufen und selbst wenn jetzt ein Verkaufssignal Richtung oder seitens der Stochastik käme, haben wir hier unten unsere Unterstützung. Passt also auch in das, was ich vorher gesagt habe, oder was heißt passt, bestätigt das Gesamtbild. Und hier unten MACD, das ist der große Trendfolgeindikator, der Trendstärke, Trendfolge bzw. Nachhaltigkeit von Trends misst. Und der ist im Moment im neutralen Bereich. Bedeutet also in dem Fall keine Trendumkehrsignale seitens des MACD. Und danke, dass du es ansprichst. Ich nutze hier noch, und jetzt nicht denken, jetzt drehe ich komplett durch. Ich nutze auch noch einen Indikator, der nennt sich Ichimoku Kinkuhyo. Der besteht aus 5 Linien. Ich will Sie aber gar nicht mit allen 5 Linien langweilen oder übersättigen, was auch immer. Entscheidend ist hier diese Wolke. Diese Wolke, die der Ichimoku automatisch hier zeichnet, ist auch eine Trendfolgebestätigung. Wir sind im Chart deutlich oberhalb der Wolke. Sie können sich das vorstellen. Das heißt auch wirklich Wolke hier, Kumo, japanisch für Wolke. Sie können sich wirklich so vorstellen, wie ein Flugzeug. Bin ich oberhalb der Wolke, ist die Trendstärke da. Tauche ich von oben nach unten durch die Wolke durch, habe ich ein eher negatives Signal. Das ist wie beim Landeflug. Da geht es Richtung Boden. Ja? Und da sehen wir,
weit, weit, weit davon entfernt. Und das alles ist in der Konklusion, ich weiß, ich spreche etwas schnell, weil ich alles unterbringen will, aber genau das ist in der Konklusion das, was ich vorher gesagt habe, Trend intakt. Wenn mal, sage ich einmal, kurzfristig durchgeatmet werden sollte, dann sehe ich bei 20.000, punktgenau sind es die 19.995, sehe ich ein schönes, ja, eine schöne Unterstützung aus charttechnischer Sicht. Zufrieden, Salah, mit der Beantwortung. Ja, sehr, und das ist auch das, was ich auch immer wieder sage. Es gibt tausende Indikatoren und vor lauter Bäumen sieht man dann den Ausgang des Waldes nicht. Und das sieht man bei dir auch wieder durch deine Erfahrung. Die Indikatoren, die du jetzt da hast, sind ja nicht aus Zufall. Einmal hast du einen Volatilitätsindikator, um Schwankungsbreiten zu messen. Dann hast du einen Momentumindikator, dann hast du einen Trendfolgeindikator. Das ist sozusagen, das sind die einzelnen Puzzleteile, oder wenn wir in der Pilotensprache bleiben, die du angesprochen hast, das ist dein Cockpit, wo du natürlich den Druck, die Höhe, die Geschwindigkeit, alles miteinander verbindest, um natürlich auf dem richtigen Weg zu bleiben und dein Risiko zu managen. Aber danke, dass du es nochmal so klar deutlich zeigst, auch wenn das andere Indikatoren zwar manchmal sind als die, ich nutze, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Ja. Aber es ist wichtig, dass man nicht sich einfach tausend Indikatoren reinhaut und im schlimmsten Fall sind das alles Oszillatoren oder alles Trendfolgeindikatoren und was macht man dann in einer Seitwärtsphase oder in, das ist das Wichtige, dass man weiß, was man da reintut. Genauso ist es, wie du sagst, und ich liebe deine Metaphern und deine Bilder mit dem Cockpit, genauso ist es. Man muss wissen, wann man welchen Knopf drückt und das ist genau das, man muss, sag ich mal, weniger ist mehr. Und sonst sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Also Fazit, Nasdaq, kann man investiert bleiben. Und wenn man jetzt sagt, ich will noch was machen drauf, man sieht es hier in der Doji Candle, das seht ihr, dann bin ich mit Nasdaq auch durch. Da sieht man an der Doji Candle, da sieht man gerade dieses Kämpfen mit dem oberen Bollinger Band. Sie sehen das hier. Das ist wirklich schon ein doppeltes, ja, der Deckel ist drauf. Aber der Deckel ist nicht in dem Fall drauf, dass man sagt, dann kommt der große Abverkauf 20% nach unten, sondern dann konsolidiert es halt mal 500 Punkte. Und das ist eben auch genau das. Und das will ich jetzt auch nochmal mit auf den Weg geben. Sollten wir wirklich 300, 400, 500 Punkte abgeben, dann sind die Medien sofort wieder da. Oh, ist das jetzt das Crash-Signal? Und. Nein. Man selber weiß, okay, wir sind jetzt, und da nehme ich gern Salas Beispiel auf, wir sitzen im Cockpit, wir sind vielleicht gerade in so einem kleinen Luftloch, aber dieses Luftloch geht erstmal nur bis 20.000 und der Flug geht ganz normal weiter. Und ja, zwischendrin ruckelt es halt einmal ein bisschen. Ruckeln ist das Beispiel, ist das gute Stichwort beim DAX. Denn der DAX ist, habe ich auch im Vorfeld ein bisschen was vorbereitet, hier diese beiden Szenarien hier aktuell im, ja, die muss ich jetzt mal wegnehmen, sonst ist es missverständlich. So, der DAX sieht hier natürlich komplett anders aus als der Nasdaq. Ja, es ist keine Blaupause. Das Problem ist immer, ja, wenn die Amis steigen, ja, oder im Steigflug sind, dann sind wir noch auf der Startbahn. Wenn sie schon in die Landung übergehen, dann ja, sind wir im Sturzflug. Und das ist momentan die Krux beim DAX. Der DAX ist seit Mai in einem Abwärtstrend, in einem kurzfristigen. Ja. Jetzt kann man sagen, hey komm, Utschneider, 18,4 hoch war 18.000, was weiß ich, 18.900. Ich runde es hier mal, das sind wir doch nicht weit weg. Ja, das ist richtig, aber auch im Viertelfinale einer Europameisterschaft ist man nicht weit weg vom Finale. Es sind nur zwei Spiele, aber diese zwei Spiele muss man erst gewinnen. Auch wenn man vielleicht schon mit einem Auge in Berlin ist oder mit einem Fuß gefühlt, was auch immer. Und genau das ist jetzt im DAX. Der DAX ist in einer Abwärtstrendstruktur und das finde ich das Schöne. Und das, als ob es der Salah gewusst hätte, als er dieses Seminar oder dieses Webinar hier mal vorgeschlagen hat vom Zeitpunkt her. Wir hatten, natürlich kann man jetzt sagen, ja, ist doch alles logisch, weil in den UN, in Großbritannien war Wahl und auch in Frankreich war zweiter Wahlgang. Aber man hatte vor dem Wochenende noch massive Bedenken, dass es einen Rechtsruck in Frankreich gibt. Und da meine ich nicht nur Rechtsruck, sondern da geht es schon ganz schön weit rechts hinaus. Und das sehen wir hier an dieser Candle. Die war am Freitag. Hier eine positive Tagesentwicklung mit einem extremen, man nennt es hier mit einem extremen Docht nach oben, um dann doch wieder fast beim Eröffnungskurs zu starten. Und dann kam der Montag, genau das Gleiche. Man nennt das Inverted Hammer Formation.
Scheitern am Widerstand, scheitern an einer Fibonacci-Projektion, um dann, bumm, nach unten zu gehen. Das ist der Dienstag. Der heutige Mittwoch erholt sich etwas. Und wenn man heute, sage ich mal, die gängigen Medien anschaut oder den Fernseher anschaltet, dann heißt es DAX im Plus. DAX heute deutlich im Plus. Ja? Opening war bei 18.237, Closing bei 18.407. Ja, deutliches Plus, aber übergeordnet, dieser DAX ist im Abwärtstrend und hat gleichzeitig auch einen wichtigen Widerstand bei 18.427 nicht überhandelt. Ich schreibe auch immer vorbörslich einen DAX-Newsletter. Da war auch heute mein Szenario. Ja, wir haben wahrscheinlich eine Bandbreite zwischen 18.427 und 18.171. Das war nicht ganz der Fall. Wir waren im Low bei 18.236. Aber die Tendenz war vorher schon so, hey, selbst wenn heute eine Gegenbewegung kommt, da ist erst einmal der Deckel drauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Und selbst wenn wir morgen vielleicht auch über diesen Widerstand, oder wir werden ihn testen, und selbst wenn wir drüber gehen, kommen jetzt wieder die Bollinger Bänder. Also DAX, Fazit, kurzfristig, Abwärtstrend intakt. Selbst wenn wir die 18.427, das ist diese Linie hier, morgen, warum und weshalb auch überschreiten sollten, und jetzt hier lauert dann schon das obere Bollinger Band bei 18.521 und wir wären aus diesem Abwärtstrend erst ab 18.600 draußen. Also Fazit für den DAX, auch hier gemessen an den Indikatoren und an der Charttechnik, Abwärtstrend bleibt intakt, also komplett konträr zu dem, was ich vorher bei Nasdaq gesagt habe. Selbst wenn wir über die 18.427 morgen gehen sollten, der Deckel ist beim Bollinger Band 18.521 und der charttechnische bei 18.600. Also leider, eigentlich hätten wir mit dem DAX anfangen sollen, dann hätten wir das Positive jetzt mit dem Nasdaq, aber leider beim DAX diese zweimalige Inverted Hammer Formation, die hat natürlich schon gezeigt, da am Freitag und noch over the weekend, also übers Wochenende hinaus, dass der DAX hier in einem extremen Abwärtsdruck sich bewegt und auch trotz des heutigen positiven Tages, kann man ja sagen, da erstmal nicht rauskommt. Und jetzt komme ich ganz am Anfang wieder auf das, was ich eingangs erwähnt habe. Vollkommen egal, der DAX macht gerade einfach sein charttechnisches Ding oder sein Chartbild. Vollkommen egal, was Jerome Powell hier im Moment vorm Senat beziehungsweise vor dem Repräsentantenhaus von sich gibt. Gestern hat er gesagt, kein baldiges Ende der Inflation, aber doch eine gewisse Hoffnung auf Zinssenkung. Also kann man sich jetzt wieder rausziehen. Was hat er eigentlich gesagt? Man weiß es eigentlich gar nicht so recht. Wer die knallharte Wahrheit uns immer liefert, das ist der Chart. Sowohl beim Nasdaq als auch beim DAX. DAX, kurzfristiger Abwärtstrend intakt. Extrem, wenn man jetzt auf die Tagescandles geht oder auf die Tageskerzen, auch trotz des heute positiven Tages haben wir es nicht geschafft, diesen Widerstand zu knacken. Im Gegenteil, wir haben sogar im Tageshoch, sind wir punktgenau aufgesetzt, um dann sogar etwas darunter zu schließen. Also beim DAX leider die Aussichten nicht so toll. Dann noch beim S&P 500. Gut, hier kurze auch, Fragen, die ich reinbringen wollte. Ja. Zum einen wurde auch gefragt, gibt es da das gleiche Beispiel für den S&P 500? Ja. Da kam die Frage zuvor, aber da wird es jetzt gleich eine Antwort geben. Vorher, ganz wichtig, wurden wir nochmal gefragt, dass das eventuell eine blöde Frage ist. Da kann ich schon mal direkt die Antwort geben. Es gibt keine blöden Fragen bei mir und bei Martin. Eher dumme Antworten, wenn man nicht fähig ist, so gute Fragen zu beantworten. Denn das ist nämlich eine richtig gute Frage, die hier gestellt wird. Als Anfänger fragt man sich, wie sehr beeinflussen amerikanische Indizes europäische? Kann man sich auch auf gewisse Risiken vorbereiten oder sozusagen Indikationen oder andere Indikatoren im Blick behalten, wenn man nur an einem von beiden Märkten handelt? Das ist doch keine blöde Frage, das ist sehr trivial. Ich würde dir erstmal die Antwort vorlassen, vielleicht füge ich noch was dazu, wenn da noch was hinzukommen sollte. Die Frage ist keinesfalls blöd, sie ist sogar sehr, sehr das ist eigentlich eine High-Level-Frage, weil die bringt gerade alles, die fordert uns gerade mit allem, weil es ist eine absolut berechtigte Frage, weil was wir gerade hier sehen, Nasdaq im Steigflug, DAX
im, ich sage mal, Landeflug fast schon. Die, man sagt immer, die Börsen in Amerika sind eine gewisse Indikation. Ja, also wenn es der Nasdaq schlecht geht, dann, oder sagen wir mal, die Nasdaq hat Schnupfen, der DAX hat Grippe. Ja, das sehen wir immer in den Abwärtstrends. Also da sehe ich schon eine gewisse Korrelation. Wenn jetzt zum Beispiel die Nasdaq oben drehen sollte und fällt vielleicht bloß diese vorher besagten 400, 500 Punkte, dann sehen wir bestimmt im DAX eine Überreaktion. Steigt aber der Nasdaq jetzt sukzessive weiter, wird sich wohl der DAX da in gewisser Weise orientieren, aber nicht dieses Tempo mitmachen. Wir haben das ab und zu mal auch Anfang des Jahres gehabt oder auch letztes Jahr mal, dass sogar die europäischen Börsen schneller nach oben reagiert haben bzw. tendiert haben, gerade letztes Jahr noch so im November, Dezember, auch vorletztes Jahr im November, Dezember. Es muss nicht immer sein. Früher war so eine richtige Abhängigkeit zu erkennen. Ich kenne das auch noch von meinen Anfangsjahren. Amerika steigt, DAX zieht nach. Amerika eröffnet, man sieht es manchmal auch im Intraday, also wer von Ihnen Intraday handelt, man sieht manchmal, die Amis eröffnen, ja, um 15.30 Uhr jetzt in der Sommerzeit. Da sieht man dann auch schon manchmal, wenn die Amis negativ eröffnen, gibt es plötzlich einen Intraday-Rutsch auch im DAX. Da sieht man eine gewisse Korrelation oder ich sage mal einen gewissen Zusammenhang. Aber Salah, bitte berichtige mich, wenn du es besser weißt oder siehst, gerade die letzten Jahre kann es immer mal wieder einen Gleichlauf geben, aber für mich ist da nichts, wo ich sage, das hat eine gewisse Konstanz, das hat ein gewisses Schema. Es kann, aber es muss nicht. Und gerade ist das beste Beispiel in der kurzfristigen Entwicklung, wo ich aber sage, wenn jetzt der Nasdaq plötzlich einbrechen sollte, warum und weshalb auch immer, gehe ich davon aus, dass der DAX das dann auch tut. Ja, kann ich fast gar nichts mehr hinzufügen. Natürlich hast du vollkommen recht. Wenn wir uns ganz lange Sichten anschauen, statistisch, sehen wir eine positive Korrelation, ja, dass das eine mit dem anderen positiv zusammenhängt. Aber insbesondere, weil ich ja im Daytrading und Intraday-Handel bin, hast du einen sehr guten Punkt gegeben, denn der Markt oder die Börse ist ja ein weltweites Geschehen. Das heißt, der S&P 500, das kann ich gleich mal im IG-Chart auch zeigen, der handelt ja 24 Stunden, 5 Tage die Woche. Und über Nacht, die sogenannte Overnight Session, wie man das so gut in Amerika nennt, die wird ja in deren Zeitzone, wird sie ja morgens früh in Frankfurter Eröffnungszeit, diktieren wir die Richtung im S&P 500, bis die US-Amerikaner 14.30 Uhr wach werden, also ihre 8.30 Uhr, 9.30 Uhr dann zur Arbeit gehen und den Börsenhandel anfängt. Kann das sein, dass der Markt dann dreht, die Amerikaner ins Spiel kommen oder diese schöne positive Euphorie, die schon in Europa zustande gekommen ist, einfach weiterführen. Also deswegen haben wir jetzt viel auf dieser Frage rumgeredet, aber sehr wichtig sind auch bestimmte Uhrzeiten im Blick zu haben, wenn ich es jetzt sehr im Daytrading beziehe, denn Eröffnung und Handelsschluss von bestimmten Märkten können durchaus nochmal sachdienliche Hinweise geben für die Fortsetzung des Trends oder eine Abneigung des Trends. Gut, S&P 500 und dann war später noch die Frage, kannst du bitte vielleicht etwas zum Nikkei sagen? Auch aktuell sehr interessant, wenn wir da noch die Zeit haben. Sehr gerne. Sehr gerne auch zum Nikkei, sehr gerne sogar. Hier noch S&P war ja gefragt. Also S&P ist jetzt auf den ersten Blick, ja, kann man sagen, ach du, das ist ja wie beim Nasdaq. Nicht ganz. Also S&P und Nasdaq 100 sind keine Blaupausen. Das ist, sage ich mal, auf keinen Fall dunkelblau, vielleicht ein bisschen hellblau, aber der S&P, Sie erinnern sich vielleicht, vorher hatten wir den Nasdaq und da war das Bollinger Band, also das ist eine gelbe Linie, hier ist es blau, manchmal wird es einfach, es ist genau das Gleiche. Da war dieses obere Bollinger Band punktgenau mit der oberen Trendlinie. Also der S&P ist auch im lang-, mittel- und kurzfristigen Aufwärtstrend, ist auch im oberen Drittel seines Aufwärtstrends, aber noch nicht ganz oben angekommen. Also das Rückschlagspotenzial oder dieses der doppelte Widerstand, den sehen wir hier noch nicht. Was wir aber sehen, ist hier gerade ein Kampf mit dem oberen Bollinger Band. Das obere Bollinger Band, hier nochmal, ich hebe es nochmal hervor, habe ich ja gesagt, gibt so eine gewisse Bandbreite. Wo kann es denn kurzfristig ein bisschen schwanken? Wo können wir Volatilitäten sehen? Und da sind wir jetzt schon am oberen Ende angekommen. Aber auch hier gilt, wie gesagt, keine Blaupause. Aber auch hier habe ich jetzt, und das ist für mich immer so ein schöner Aha-Effekt, so ein schöner Vorführeffekt,
Und manchmal frage ich mich selber, wie das alles wirklich ineinander greift. Wir haben hier unten eine sogenannte Fibonacci-Projektion. Ich sage kurz, was das ist. Diese Fibonacci-Projektion habe ich gezogen. Ich glaube, das war irgendwann mal so im Anfang, Anfang Juni, weil man natürlich dann bei neuen Hochs immer versucht, noch weitere Hochs zu definieren. Das kann man zum Beispiel bei Aktien machen, wenn ein All-Time-High erreicht wird. Und dann ziehen sich diese Linien nach oben. Ja, und jetzt haben wir diese Linien alle erreicht. Das war ja auch wieder mal so eine schöne Geschichte. Und einen Widerstand, den man überschreitet, sei es ein markttechnischer Widerstand, sei es ein charttechnischer Widerstand, fungiert dann, wenn er überschritten wird, als Unterstützung. Und jetzt haben wir hier charttechnisch eine Linie, nämlich hier als ehemaligen Widerstand bei 5220. Und gleichzeitig diese Fibonacci-Projektion bei 5523. Und ich habe mich vorher, glaube ich, versprochen. Also 5520 ist der charttechnische Support und 5523 der Fibonacci-Support. Bedeutet also, Nasdaq ist im Aufwärtstrend. Nasdaq ist von den Indikatoren, das sehen wir hier unten, neutral, also Momentum ist positiv, RSI, der relative Stärkeindex, zeigt auch von Stärke, RS, dieses S bedeutet Stärke oder Strength und auch der MACD ist trendfolgend. Die Stochastik hier unten ist im überkauften Bereich, also der Muskel übersäuert langsam oder man kriegt so, ja, im Fußball sieht man ja momentan die Spieler, die dann in der Verlängerung mit Krämpfen am Boden liegen. So weit sind wir noch nicht. Also wir sind ja, sage ich mal, vielleicht in der 85. Spielminute und der eine oder andere Sprint funktioniert nicht mehr so toll. Ja, das ist diese überkaufte Situation hier unten. Ich ziehe sie mal hoch. Hier der Slow Stochastic. Also das Tempo nimmt etwas ab, bedeutet also für die Ist-Situation im Moment, wenn man sagt, na, was soll ich denn jetzt machen beim S&P? Da war jetzt der Salah im Interview bei NTV oder bei Welt und der hat irgendwas gesagt von Rückschlagspotenzial. Dann kriegt man so vielleicht leichte, oh, was mache ich denn jetzt, so, Rückschlagspotenzial. Und wir Menschen sind ja so, wenn wir eine Aktie nicht haben, haben wir immer Angst, sie steigt. Sobald wir sie haben, haben wir Angst, sie fällt. Und dann ist die Frage, ja, wohin? Ja, theoretisch bis auf Null. Aber hier ist es jetzt auch so, S&P All-Time-High. Rallye geht wohl erstmal weiter. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich fahre vielleicht jetzt in Urlaub, also wir Bayern hier sind ja immer fast die Letzten, also im Sinne von Sommerferien, und man geht jetzt ganz lapidar und sagt, hey, ich will eigentlich in Kroatien, ich will in Marokko, ich will einfach mit dem ganzen Zeug nichts zu tun haben, bin hier super im Plus, was mache ich denn jetzt? Nicht jeden Tag aufs Handy schauen, sich hier unten vielleicht einen Stop setzen, das ist jetzt keine Empfehlung individueller Art von mir, sondern rein aus charttechnischen Gesichtspunkten. Und dann hat man hier seinen Stop, weil hier läuft die Unterstützung und setzt ihn vielleicht etwas drunter und ist weiterhin, lässt den Trend für sich laufen. Man sitzt weiter auf dem Surfbrett oder steht auf dem Surfbrett und hier unten ist dann vielleicht so ein kleines Indiz, dass die Welle mal brechen könnte. Aber bis jetzt reiten wir die Welle weiter. Wir freuen uns über jedes Hoch im S&P, sind uns aber dessen auch bewusst, dass die Fallhöhe natürlich immer höher wird. Aber wenn man sich den Stop setzt und sich an den Unterstützungen orientiert, dann nimmt man die Fallhöhe nicht ganz mit, sondern man fällt halt vielleicht 1-2% und nicht plötzlich 20-30-40%. Und das ist verschmerzbar. Also auch S&P Trend intakt, Indikation im Moment kurzfristig so, dass die Slow Stochastik sagt, hey, da kann mal eine kleine Konsolidierung, eine kleine Erholung kommen. 5520 ist, glaube ich, mal beim Stand von 5608 kein großer Beinbruch und selbst dann wäre ja auch noch immer dieser Trend intakt. Wenn jemand sagt, das ist mir zu eng, dann geht man her und schaut sich das untere Bollinger Band an, beziehungsweise hier dieses Niveau und sagt, okay, wo läuft denn der Trend? Und dann ziehe ich vielleicht hier unten meinen Stop, wie gesagt, immer gemessen. Ist keine individuelle Empfehlung, das jetzt für Sie alle das genauso zu tun. Denn jemand, der vor 2 Jahren eingestiegen ist, der hat natürlich einen anderen Wohlfühlstopp als jemand, der vielleicht vor 2 oder 3 Wochen erst eingestiegen ist. Aber der Chart spricht mit uns. Wir müssen ihm nur zuhören, sage ich immer. Und er sagt gerade zu uns 5,220 oder hier unten untere Trendlinie in dem Bereich vom jetzigen Niveau ausgehend irgendwo im Bereich 5.450. Das sind schöne Stops. Ja, Nikkei, bevor wir den vergessen, ganz schöne Geschichte.
Nikkei, und da sieht man mal, ich habe mir schon länger so nicht mehr angeschaut, so richtig analytisch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, danke für die Frage, denn hier sieht man mal ganz klar, wenn Sie diesem Kreuzchen hier folgen, Unterstützungen, charttechnische Unterstützungen, wie wichtig die sind als Orientierung. Jetzt sagen Sie natürlich, du, da war er doch mal drunter. Ja, hier war er doch mal drunter. Genau die Frage wurde mir neulich beim Vortrag gestellt. Jein, nur im Intraday-Chart nicht lang genug. Man spricht ja hier auch immer von einer Nachhaltigkeit eines Signals. Schlusskurs war wieder oberhalb der Unterstützungslinie. Und da sieht man ganz schön, man kann sich gut dran orientieren, wenn man Stop gewisserweise immer drunter setzt, nie auf der Linie genau. Und dann geht es vielleicht auch wieder mal nach oben. Das heißt, die Welle ist weiterhin intakt. Das Aussteigen war noch nicht vonnöten. Und wir reiten im Nikkei hier weiterhin eine ja, All-Time-High-Welle. Man sieht mal hier mal den langfristigen Chart. Ich nehme mal alles raus, um das nur mal aufzuzeigen, wo wir uns hier bewegen. Das ist jetzt seit ja, der 10-Jahres-Chart. Und da wird einem natürlich heiß. Ja? Natürlich sagt man, oh, du, pass auf, was passiert denn jetzt? Jetzt habe ich den Nikkei gekauft und genau das ist es. Ja? Man ist vielleicht hier unten eingestiegen, hat gesagt, okay, das kann ein guter Trade sein. Und jetzt steigt das Ganze, man freut sich, ja? Kurzfristiger Aufwärtstrend intakt. Ich skizziere den hier mal. Aber was haben wir in dem Moment? Das ist ja dieses Paradoxe an unserem, in unserer ganzen Psyche. Wir haben vielleicht den Nikkei Long und jetzt haben wir permanent Angst, dass er uns vielleicht fällt. Das ist wie im Fußball. Ich nehme gerade das Beispiel Fußball, weil es ja gerade so aktuell ist. Wenn wir führen, ich sage mal, wenn die Deutschen 1-0 führen, dann haben sie immer Angst, sie fangen sich den Ausgleich. Ganz komisch, dabei, anstatt dass sie entspannt die 1-0-Führung wie die Italiener oder vielleicht auch die Marokkaner da so über die Zeit spielen, das ist am Aktienmarkt das Gleiche. Es gibt keine Sportpsychologie oder Börsenpsychologie, das ist alles dasselbe. Wir sind hier jetzt auf einem sehr hohen Niveau, wir führen hier nicht nur 1-0, wir führen vielleicht sogar seit dem Trade 2-0, haben aber permanent Angst, oh, hoffentlich kommt nicht der Anschlusstreffer, hoffentlich kommt nicht der Ausgleich. Wir wissen nicht, wann kommt der Anschlusstreffer, wann kommt der Ausgleich. Was wir aber wissen, dass der Nikkei seitens der Bollinger Bänder hier im Moment, und das hatten wir heute noch nicht, das Bollinger Band überhandelt hat. Ein Überhandeln eines Bollinger Bandes ist ein Konsolidierungssignal. Es ist ein Signal, dass sich der Chart jetzt im Moment über seine obere Volatilitätsbandbreite hinaus bewegt hat. Also er ist ein bisschen über die, sagen wir mal, Linie drüber gegangen und anders als bei allen anderen Indikatoren oder charttechnischen Linien. Ich sage immer, wenn ich eine markttechnische Linie oder eine charttechnische Linie von unten nach oben überschreite, habe ich ein Kaufsignal. Wenn ich eine charttechnische, eine markttechnische Linie von oben nach unten unterschreite, habe ich ein Verkaufssignal. Die Bollinger Bänder, die oberen und die unteren Bollinger Bänder sind die große Ausnahme von der Regel. Heißt, wenn ich ein oberes Bollinger Band überschreite, wie wir es gerade real-time im Nikkei machen, dann ist es eher so ein Warnsignal. Ein Warnsignal im Sinne von, hey, da könnte jetzt vielleicht der Muskel doch zumachen und wir könnten vielleicht auf dem Bereich mittleres Bollinger Band hier, ja, ein ganz mittleres Bollinger Band, sondern vielleicht hier obere Trendlinie erstmal hier konsolidieren, vielleicht auch mal Gewinnmitnahmen sehen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4. Wir haben so eine, ja, ich sage mal, vierfache Orientierung, wo wir in unserer nächsten Unterstützung zeichnen können, kurzfristiger Natur, und die läuft im Bereich 40.996. Warum nehme ich die? Weil das tiefste Tief dieser drei Tiefs bei 40.596 verläuft. Da kann ich jetzt meine Linie ziehen. Mache das für Sie jetzt auch gleich nochmal hier dick und in dem Fall rot, weil Supportlinie. Und dann sehe ich, okay, alles gut gelaufen. Und wenn ich jetzt Bedenken habe und dann nehme ich es. Ich sage das immer ganz offen. Ich habe keine Ahnung, wo der Nikkei morgen, übermorgen oder vielleicht sogar Ende des Jahres steht. Also punktgenau, beziehungsweise wenn mich jemand fragt, wo steht er denn? Dann sage ich immer, keine Ahnung. Aber ich weiß im Moment, im Hier und Jetzt, er knockt gerade am Hoch.
Er nockt gerade an die obere Trendlinie und er hat das obere Bollinger Band überschritten. Das sind Warnsignale. Ja, wie ein Sportler, der vielleicht den Sprint zu schnell angegangen, oder den, nicht den Sprint, aber den Marathon zu schnell angegangen hat. Vielleicht kann es sein, wenn sich dieser Trend oder diese Linie jetzt als zu stark erweist in paralleler bzw. in gleichzeitiger Situation mit dem oberen Bollinger Band, dass man auf 40.596, also 40.600 hier mal in den Bereich zurückkommen, dann ist noch nicht viel passiert. Natürlich sagt jemand, der bei 42 jetzt vielleicht einsteigt, hey, was heißt hier 40.600 oder ein bisschen drüber, wenn man die beiden Linien hier dann, je nachdem, an welchem Tag wir uns dann befinden, in Relation zueinander setzt. Solange dieser Trend intakt ist, diese blaue Linie, vielleicht auch noch mit Unterstützung dieser roten Linie, bleiben wir auf diesem Surfbrett sitzen. Die Welle nimmt vielleicht ein bisschen ab, ist nicht mehr ganz so hoch, aber wir bleiben jetzt erstmal noch drauf. Wir bleiben auf dem Surfbrett. Absteigen sollte man oder ans Absteigen denken, sollte man dann vielleicht, wenn wir die 40.600 von oben ansteuern. Vom gesamten, vom Ichimoku Kinkuhio hier unten ist ein japanischer Indikator, passt natürlich auch für den Nikkei ganz gut. Da sehen wir hier eine bullische Wolke, die ist grün, die Wolke ist bullisch, sie zeigt nach oben. Also es sieht gut aus, dass der Nikkei weiter nach oben geht. Selbst wenn er vielleicht bei 40.600, punktgenau 40.596 mal eine kurze Pause einlegt. Das sieht man ja auch bei den Fußballspielern, die rennen nicht 90 Minuten wie die Irren, sondern die sind auch zwischenzeitlich einmal am Kraft schöpfen. Ja, das war der Nikkei. Denn der Salah hat gesagt, er sammelt auch ein, was Wunschaktien bzw. was spezielle Wünsche sind. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Sehr gut. Hier gab es noch eine Frage, aber ich würde gleich noch eine vorziehen, weil das dann nochmal schneller geht, auch interessant. Aber gerne mal so einen Ausblick für die kommenden 2-3 Wochen geben in Bezug auf DAX und S&P 500. Aber vorher, hallo Herr Utschneider, sollte man beim oberen Anstoßen auf die rote Kerze warten? Im Sinne von, wenn das obere Bollinger Band getroffen wird, sollte ich dann da erstmal auf eine rote Kerze warten, also sozusagen so ein Pullback, und dann erst einzusteigen? Sehr gute Frage. Ich würde auch jetzt hier nicht, das ist ein Warnsignal. Ne? Die Frage ist sehr, sehr gut und ist genau das, was wir hier sehen. Das ist nämlich jetzt ein Warnsignal. Ja? Wenn ich das Beispiel oder die Dame oder den Herrn hier sage, okay, sollte ich da erst auf die rote Kerze warten? Wir haben, wenn wir jetzt heute hier schließen, sollten im Nikkei oder heute Nacht oder morgen früh, wann auch immer, dann haben wir A, ein Warnsignal. Wir haben gleichzeitig das, sind vielleicht am oberen Trendlinie abgeprallt. Und dann würde ich sagen, ja, ich würde sowieso dann am nächsten Tag nochmal schauen, wie zeigt sich die Kerze. Wenn sie aber trotzdem vielleicht auch grün ist und weiterhin auch noch über dem oberen Bollinger Band ist, dann ist es für mich auch ein Warnsignal. Also je länger man ein oberes Bollinger Band nachhaltig überhandelt, umso negativer wird die ganze Situation und aussagekräftiger ist natürlich dann eine rote Kerze. Aber ich würde es immer situativ und von der Situation abhängig machen, jetzt zu warten und sagen, jetzt warte ich so lange, bis eine rote Kerze kommt. Natürlich ist dann die rote Kerze die Entwicklung in die andere Richtung, aber ich würde jetzt in der Situation, wäre es klar, wenn am nächsten Tag oder wenn morgen eine rote Kerze kommt und diese rote Kerze ist vielleicht sogar noch oberhalb vom Bollinger Band, dann ist es für mich ein absolut negatives Signal. Ist die rote Kerze aber vielleicht schon unterm unteren Bollinger Band wieder und wieder in der Volatilitätsbandbreite, würde ich es relativiert betrachten. Und um die Frage jetzt vielleicht wirklich befriedigend zu beantworten, tritt morgen eine rote Kerze auf und ist diese rote Kerze oberhalb vom Bollinger Band, dann ist es für mich ein bearishes Signal. Ja. Vielen Dank. Ich nutze nämlich gerne auch den Keltner-Kanal, umgekehrte Reihenweise. Da, wenn wir ausgebrochen sind, ist das ein Kaufsignal. Und ich habe mal für den Nikkei geguckt, wir sind jetzt weit, weit, weit über dem oberen Band, was ja folgerichtig genau das widerspiegelt, was wir im Bollinger Bänder sehen. Könnte jetzt heiß gelaufen sein. Deswegen könnte auch durchaus, sehe ich, auch eine leichte Korrekturpotenzial kommen. Auch makroökonomisch ist es in Japan ein bisschen mehr Druck da als in den europäischen Aktienmärkten. Aber gehen wir doch mal gern rüber zu dem
zu dem Ausblick. Hier war noch die Frage, aber die aktuelle Wolke ist doch auf der Zeitachse rot, oder? Das ist jetzt von einem anderen, andere Teilnehmerin, die Interaktion hierzu. Genau, hier die Teilnehmerin meint bestimmt diese Wolke, aber jetzt hat sich ja hier eine bullische Wolke jetzt gebildet. Ich betrachte immer diese Wolke, die dann in die Zukunft gerichtet ist. Und das ist für mich hier ausschlaggebend, dass wir hier dieses Kaufsignal haben, dass die untere Linie hier diese Linie, die obere von unten nach oben geschnitten hat und in der Zukunft hier trendfolgend dann doch eine grüne Wolke erwarten. Also für mich ist dann immer der Status quo. Klar kann man sagen, hey, da dauert es ja noch ein bisschen, aber wir schauen ja immer ein bisschen in die Zukunft und gerade für die Trendfolge ist für mich das dann doch ein positives Signal. Aber der Einwand ist absolut richtig. Hier sind wir noch rot, aber für die nahe Zukunft erwarten wir dann wirklich weiterhin eine trendfolgende Gesamtsituation. Salah, da genau. War DAX, Ausblick DAX. Ja, also, zusätzliche Info von mir. Saisonal gesehen ist der Juli ja noch ein bisschen positiv, aber Juni, August, September sind alles eigentlich relativ schlechte Monate. Historie ist nicht zwangsläufig der beste Schätzer für die Zukunft, aber das noch, weil die Zeit kurz ist, wollte ich als Co-Pilot dir noch mal ein paar Infos hinzustecken. Absolut, ich danke dir. Das ist ja auch gut. Man kann ja nie das Flugzeug alleine steuern. Man braucht immer einen guten Co-Piloten. So wie gestern war ich mit meiner Tochter im Auto unterwegs und da sagt sie zu mir, ich stehe ewig hinterm Lastwagen. Da sagt sie irgendwann mal zu mir, du, der hat schon zweimal gewunken, du sollst vorbeifahren. So ist es. Also man sieht auch nicht immer alles. Und jetzt, um den S&P zu beantworten. Also hier nicht erschrecken. Ich habe jetzt mal hier alle anderen Werkzeuge, wie es so schön heißt hier. Wie gesagt, das können Sie alles über IG auch selber machen mit diesem Chart-Tool. Ich blende das jetzt hier mal aus, weil sonst sehen wir vor lauter Bäumen, der Salah hat es vorher auch schon erwähnt, den Wald nicht mehr. Also wir haben ja gesagt, S&P intakter Aufwärtstrend. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, ist recht und schön, Martin oder Herr Ulschneider, wie auch immer. Das sehen wir selber. Aber jetzt wollen wir von dir natürlich hören, hey, wo kann es denn hingehen? Und da können wir mit Fibonacci-Projektionen arbeiten, indem man sagt, hey, was ist denn da jetzt das kurzfristige Potenzial? Ähnlich wie zuletzt bei Nvidia, wo man immer wieder gesagt hat, wo kann es denn noch hingehen? Wo ist denn hier? Oder jetzt bei so Aktien wie Alphabet oder wie Apple, wo sind dann da die nächsten Hochs? Weil wir haben ja jetzt schon wieder das Hoch erreicht. Und da versuche ich jetzt einmal mit der Fibonacci-Projektion zu arbeiten. Man braucht für eine Fibonacci-Projektion, also für ein Kursziel projiziert in die Zukunft, darum heißt es Fibonacci-Projektion, man braucht ein Swing Low, man braucht ein Swing High und eine Konsolidierung. Ohne das jetzt ganz groß auszuweiten, weil das würde hier gleich mal den Rahmen sprengen, versuche ich das gerade mal zu machen. Ich brauche also ein Tief, ich brauche ein Hoch, um dann wieder zu sagen, hey, was projiziert sich hier nach oben? Ich versuche das hier mal. Wir haben hier das Low gehabt bei 5007. Ja, das ist okay von der schnellen Aufwärtsbewegung. Dann eine Konsolidierung. Man könnte es auch hier 5255. Ja, dann, ja, das ist, ich ziehe immer hier die Fibonacci-Projektion von diesem Low. Da hatten wir das Low. Wir hatten hier das High, wir hatten hier den Support. Also, Frage, um die Frage zu beantworten, nicht, wo geht er jetzt hundertprozentig hin, aber mich haben diese Fibonacci-Projektionen, also ich war, kann man auch nachvollziehen, Anfang des Jahres im Januar auf einer Roadshow. Und da wurde ich gefragt, wo kann denn der DAX hingehen? Und da habe ich damals gesagt, naja, 17.2, 17.7 ist schon möglich aufgrund der Fibonacci-Projektionen. Und da wurde ich für verrückt erklärt. Das ist doch viel zu hoch. Wir sind doch schon ganz oben. Sind wir wieder bei dieser Aussage. Wir sind doch schon ganz oben. Und hier sehen Sie diese Linien, die ich hier gezogen habe. Swing Low, Swing High, Konsolidierung. Also kurzfristiger Natur 5.7. Da sehe ich im Moment den Next Step, weil diese Projektionen hier wurden schon abgearbeitet, die wurden schon erreicht. Jetzt kann man sagen, naja, das sind ja nur 200 Punkte. Wir sollten aber nicht zu gierig werden. Wir haben hier geopolitische Geschichten, wir haben wahlpolitische Geschichten. Also ich sehe der S&P 500, wenn ich jetzt hier alles wieder herhole,
durchaus in dem Bereich durch diese intakte Aufwärtssituation durchaus mit Potenzial 5.724 hier oben in dem Bereich hier. Von heute auf morgen wird es nicht gehen. Vielleicht ist es diese Woche noch der Fall. Das kann man natürlich nie auf den Tag genau sagen. Aber die Chance, dass wir eher Richtung 5.7 gehen, ist höher, als dass wir nochmal auf 5.300 runterkorrelieren oder korrigieren. Das ist im Moment ja so die Aussage, die uns der S&P 500 bietet. Dann war natürlich die Frage noch nach dem DAX. Wie ist da die Aussicht? Ja, die Aussicht ist ja trüb im Moment, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben hier einen Abwärtstrend, der intakt ist. Dann machen wir hier alles, machen wir kurz weg, damit wir auch wirklich sehen. Da würde ich im Moment, da kann man jetzt schlecht arbeiten mit der Fibonacci-Projektion. Man könnte sie, ja, man hat hier, funktioniert nicht so richtig. Da würde ich eher im Moment sagen, der ist leicht, ich sage mal, nach oben hin gedeckelt bei 18.427 ganz, ganz kurzfristig, dann bei 18.500. Ich kann aufgrund der ganzen Systematik gehe ich eher davon aus, dass er die nächste Zeit sehr, sehr seitwärts tendieren wird, also ein klassischer Seitwärtstrender wird für die nächsten Wochen. Und da haben wir Bandbreite zwischen 18.600 und 18.300, also relativ langweilig, auch über die Sommermonate hinweg. Salah hat es vorher auch gesagt, es gibt auch Saisonalitäten von den Monaten her. Also beim S&P, beim Nasdaq sehe ich eher weiter die Rallye gegeben, mit, wie gesagt, neuen Highs und Möglichkeiten nach noch höheren Hochs. Beim DAX bin ich im Moment nicht bearish, also ich sehe hier auch kein Crash-Szenario, aber der wird uns sicherlich ja, eher langweilig über die Sommermonate oder Sommerwochen, ja. Sind ja nur noch ein paar Wochen. Können wir ja nochmal die Frage aufnehmen, die ja eingangs als blöde Frage eingenommen wurde. Jetzt könnte man doch meinen, ja, aber Korrelation ist doch immer positiv. Warum sehen wir da so eine krasse Divergenz? Mhm. Und ein Wort, was man praktisch jeden Tag jetzt, wenn man aufsteht, sagen muss, ist KI. Und der große Hype, wenn wir uns den DAX 40 anschauen, da gibt es so, würde ich mal sagen, fast kein KI. Ja, das ist ein altes Industriemuseum, mittlerweile ein bisschen besser, aber defensive Werte, ganz klarer Anstoß und starke Qualitätswerte. Wohingegen ja die Wall Street gerade getrieben wird von KI, ob es Nvidia ist, ob es egal was ist, was Tech ist die Nummer eins. Und das führt ja natürlich auch zu diesem erheblichen Trend, sage ich mal, im S&P 500. Was man auch bitte immer, und deswegen, Martin, das wird nicht das letzte Mal sein, wir müssen noch hier viel öfter miteinander Themen besprechen. Wenn Sie, liebe Zuschauer, auch gerne Lust haben, gerne uns ein Feedback geben bei der Kundenbetreuung von IG. Aber man muss auch wissen, S&P 500 wird anders berechnet als der Dow Jones oder als der DAX, der die Dividenden wieder thesauriert. Also das sind auch so technische, ja, neben der technischen Analyse, technische Werte, die wichtig sind, um nicht aus Versehen Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Klar ist die Trendrichtung, die allgemeine Korrelation durchaus positiv, aber deswegen kann es auch neben den Sachen, die Martin gerade heute schon gesagt hat, dazu kommen, dass wir mal eine divergente Bewegung sehen zwischen Europa und USA. Genau, und Salah, ich weiß, wir sind kurz vor knapp, aber eins möchte ich noch einwerfen. Ich habe ja Vorgang, ich hoffe, man sieht jetzt den Chart von Nvidia auf dem Bildschirm. Ja, sieht man. Ich sende eben meine E-Mail-Adresse für alle hinzu, die hier dabei sind. Wenn Fragen sind, gerne auf mich zukommen, weil wir auch ein bisschen überzogen haben, aber gerne für Sie, weil das auch sehr interaktiv ist. Hier noch ganz schnell Nvidia. Gerne. Da sieht man auch Aufwärtstrend intakt. Und die Frage bei Nvidia war die letzten Wochen immer,
Wie weit geht's noch? Das waren die 51%, die anderen 50% waren, Martin, wie weit fällt's jetzt? Und wir sehen hier bei Nvidia, Nvidia ist, ja, hier KI, Nvidia unabhängig von allem. Sie sehen, wie wichtig das Orientieren an den Bollinger Bändern ist. Bollinger Band unten war mal eine gute Orientierung für einen Support. Bollinger Band oben ist jetzt kurzfristig hier wieder der Deckel. Selbst wenn Nvidia jetzt wieder von 132 vielleicht auf 117 zurückgeht, dann ist das immer noch ein intakter Aufwärtstrend. Lassen Sie sich nicht verrückt machen von vielleicht Medienmeldungen oder oh, um Gottes Willen, die ist jetzt 3-4% hinten. Solange der Trend intakt ist, sind wir der Surfer auf dem Surfbrett. Und solange der Trend intakt ist, jetzt werden einige lachen, ist er intakt und erst wenn er bricht, ist er nicht mehr intakt. Und bei Nvidia ist klar im Moment, ja, wir sind vom Allzeithoch ein bisschen weg. Vielleicht wird es auch über die Sommermonate hier vielleicht auch mal ein bisschen seitwärts, keine Ahnung. Aber der insgesamt aufwärtsgerichtete Trend ist weiterhin positiv. Und Nvidia, darum habe ich es eingangs erwähnt, und Salah hat es auch gerade erwähnt, Nvidia ist im Moment 80% knapp über der 200-Tage-Linie. Ist ein Schwergewicht in S&P und im Nasdaq 100. Wenn da was passiert, stürzen natürlich oder reagieren natürlich auch die Indizes, aber im Moment sieht es nicht danach aus. So, jetzt bin ich fertig. Na, das passt. Ich finde dieses Webinar auch sehr interessant. Klar, kommen wir jetzt langsam dem Ende zu. Ich hatte noch mal für diejenigen, vielleicht teile ich ganz kurz meinen Bildschirm und das war's dann auch. Uns beide findet man definitiv auch wieder. Wir werden auch mit Sicherheit hier noch gemeinsam weitere Webinare veranstalten. Das hoffe ich und denke auch, bin da zuversichtlich, dass du auch Zeit hast, Martin, ja, mit Salah. Uns hier. Wenn nicht für dich, für wen dann? Das ist aber lieb von dir. Jetzt vielleicht ganz kurz nochmal, für diejenigen, die noch nicht Kunden bei IG sind, wir haben die Möglichkeit, natürlich mit einem Demokonto auch genau das nochmal nachzuvollziehen oder auch direkt zu handeln. IG bietet hier auch einen Neukundenbonus an, 200 Euro für den Start. Ist gut, ist interessant, wenn man da schon geliebäugelt hat, mit IG ein Konto zu eröffnen. Aber auch nochmal hier kurz auf die Handelsplattform, die ja mächtig ist in dem, was wir machen können. All das, was Martin vorgestellt hat, wenn wir uns hier mal die Indikatoren anschauen, ob es die Ishimokus sind, ob es die gleitenden Durchschnitte sind, ob es die Bollinger Bänder sind, können Sie alle hier einzeichnen und auch nutzen, neben der Pro-Realtime-Plattform, die noch mächtiger ist, wo man zum Beispiel die Bumidi-Bänder noch mit einbeziehen kann. Dazu habe ich auch ein Webinar gehabt vor ein paar Wochen, meine ich. Kann man auch gerne nochmal in der Aufzeichnungsrubrik sich anschauen. Ja, das fürs Erste. Ich bedanke mich Martin für deine interessanten Einblicke und Expertise. Hat mich sehr gefreut, wieder mit dir heute hier auch mit den Zuschauern über die Märkte zu sprechen. Ich bedanke mich auch bei den Zuschauern für insbesondere auch ihre Interaktivität. Das hat uns sehr Spaß gemacht. Wünsche Ihnen in diesem Sinne auch noch einen schönen Abend. Vielleicht schauen Sie gleich noch Fußball. Bleiben Sie gesund und dann auch erfolgreich. Und das Gleiche wünsche ich dir auch, Martin. In diesem Sinne sehen wir uns dann bald wieder. Auf Wiedersehen. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao. Schönen Abend.